Maverick war nun schon ein knappes halbes Jahr bei uns und es schien so, als ob er sich schon richtig eingelebt hatte. Er kannte die Routinen und die Tagesabläufe verliefen reibungslos. Er war so ruhig im Haus, dass ich zwischendurch vergaß, dass wir überhaupt einen Hund hatten. Und es wurde viel gekuschelt, aber meistens mit Härchen. Und wer kuschelt jetzt mit mir? Einige Wochen später erhielt ich ein Foto einer weißen Galga von unserer Betreuerin im Tierschutzverein. Eine weiße Geiger? Total verschmust? Und auch noch am selben Tag Geburtstag wie ich? Das muss ein Zeichen sein. Das Einzige, was wir über Kaya wussten, war, dass ein Jäger umgezogen war und alle seine Hunde zurückgelassen und ihrem Schicksal überlassen hatte. Darunter auch eine trächtige Galga. Zum Glück kriegten das einige Leute in der Umgebung mit und informierten die Tierschutzorganisation. Die Galga bekam ihre Welpen in der Tierschutzorganisation. Es war ein Wurf mit 9 Welpen, darunter Kaya. Kaya wurde als Welpe adoptiert, kam aber nach nur 9 Monaten als Rückläufer auf eine Pflegestelle. Die Pflegestelle sollte den Test machen, ob sie für die Stadt geeignet ist. Check, das ging. Also fuhren wir ins Saarland, um sie kennenzulernen. Maverick sollte natürlich auch mit und auch mitentscheiden. Die Begrüßung verlief sehr harmonisch und wir haben uns gleich in Kaya verliebt. Doch bei der Gassi-Runde zeigte sie sich nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Gerade mal ein Jahr alt, also noch Flausen im Kopf. Sie lief chaotisch an der Leine und fraß alles Mögliche vom Boden. Na, ob das so gut geht? In einer Großstadt, wo man eh ständig aufpassen muss, dass sie ja nichts von der Straße aufnehmen? Wir hatten wirklich Zweifel und haderten mit der Entscheidung. Aber dann kam der eine Moment. Maverick und Kaya zerlegten in intensiver und sehr akribischer, aber sehr harmonischer Zusammenarbeit ein Kuscheltier. Und sie haben so liebevoll miteinander gespielt, da war es um uns geschehen. Wir konnten nicht anders. Sie waren füreinander bestimmt. Die gehörten einfach zusammen. Das war ein Match. Zu Hause angekommen, war Kaya überfordert mit der Situation. Sie bellte und war sehr unruhig. Natürlich zerrt es an den Nerven, wenn sie vor lauter Unsicherheit nach 4 Monaten immer noch nicht stubenrein ist. Sie war verunsichert, wenn wir Besuch bekamen und löste sich vor lauter Nervosität. Obwohl ich 7 oder 8 Mal pro Tag mit ihr rausging, es hörte nicht auf. Sie war überfordert und brauchte Zeit zum Ankommen. Ja, ich denke, man muss sich auch ein Stück weit in die Lage des Hundes hineinversetzen. Kaya wird also als Welpe adoptiert, kommt in ein Zuhause und wird dann nach 9 Monaten aus ihrem bekannten Umfeld herausgerissen, kommt dann auf eine Pflegestelle, wo sie so langsam sich schon mal an alles gewöhnt und ankommt. Dort wird sie wieder rausgerissen und kommt in ein neues Zuhause. Dass sie da natürlich verunsichert ist und nervös ist und auch erstmal verstehen muss, wo gehöre ich überhaupt hin, ist verständlich und es braucht Zeit und Geduld. Und dann, wenn man an sich selbst anfängt zu zweifeln und weder Plan B noch C noch D funktionieren, hörte es auf. Die Verunsicherung legte sich, sie orientierte sich stark an Maverick und war schließlich angekommen. Kaya ist einfach witzig. Sie hat so eine unbeschwerte Art an sich, sie bringt uns immer zum Lachen. Maverick und Kaya zerlegen übrigens immer noch in intensiver Zusammenarbeit regelmäßig Kuscheltiere. Die zwei sind einfach unzertrennlich. Warte mal, Steffen hat sich Maverick ausgesucht. Maverick hat sich Kaya ausgesucht. Und ich?